So, Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich habe mich heute zusammengefasst, hingesetzt und dachte, ey, bevor ich das auf morgen verschiebe und das Wochenende komplett im Arsch ist, mache ich jetzt einen Vlog, weil ich den ganzen Tag über, ja, heute, gestern, die ganze Woche fast, ist so heiß, dass man es nicht aushalten kann. Ich persönlich finde es angenehm, aber trotzdem muss man die Rhodos runter haben. Und in so einer Hitze dann ein Video zu machen, dachte ich mir, jetzt ist es kühler, jetzt lasse ich mir so ein Fenster auf, jetzt mache ich ein Video, schneide das Ganze natürlich heute Nacht, dafür lasse ich natürlich den Livestream sausen. Und ja, es ist ein Video, was mich persönlich sehr motiviert und natürlich auch sehr lange Kraft gekostet hat für mich persönlich, um dieses Ziel jemals zu erreichen. Ich weiß, viele haben gehört und gesehen bei mir, ich möchte mir einen High-End-PC kaufen, ich wollte mir das kaufen. Dann ist das Video dabei gekommen, sagte Alex, du bist nicht glücklich, wieso gibst du Geld für einen Mini-PC aus, wenn du dir das Doppelte leisten kannst? Ich hätte mir nicht einen Übergangs-PC gekauft normalerweise, hätte ich mir alles kaufen wollen, aber es wurde gesagt, ey Alex, leg dir das besser zur Seite, mach dein Ding und besorg dir das High-End Motherfucking Wasser High-End Ding, was du dir immer erträumt hast, von Caseking, den wassergekühlten High-End PC, der so viel kostet wie ein Auto, was einer der wenigsten Leute selber privat von ihrem eigenen verdienten Geld kaufen würde, da es mein Hobby ist und mein Beruf werden soll und ich mir ganz viele Dinge vorhabe, das Ding mal ein ganz geiles, krasses Teil sein wird, was sehr viel mit mir leben wird und sehr viel machen wird, weil wir werden da Reaction-Videos machen, wir werden im Livestream, ich werde dauerhaft, aber wenn ich Zeit habe dafür, live sein, ich werde während des Videos hochladens live sein, ich werde während des Schneidens live sein, weil der PC einfach kein Limit hat, dieser PC ist so High-End, dass es High-End ist, es ist einfach, ja, offiziell Bestätigung ist da, Freunde. Ich werde mir nächsten Monat offiziell diesen PC zusammenbauen lassen. Ich werde bei Caseking die Bestellung rausgehen lassen. Ich werde den bestellen. Konfiguriert ist er schon. Ich werde noch ein paar Teile verbessern, was ich vielleicht noch dazu bauen möchte. Weil es haben sich ja schon wieder Monate für Monate zusammengeackert und sind wieder neue Teile rausgekommen. Ich muss jetzt genau gucken, passt diese Speicherkapazität? Habe ich genug Speicher geplant? Genug SSD-Festplatten drin? Beziehungsweise genug SSD-Karten drin? Die Geschwindigkeit, habe ich da alles vorbereitet für die Zukunft? Habe ich mein, das komplette, genau wie es bei mir abgestimmt ist, habe ich das alles so eingestellt, wie es sein sollte? Muss ich alles nochmal überarbeiten und angucken, mir mich zusammensetzen in ein, zwei Stunden und dann gucke ich genau hin. Dann werden einfach unmögliche Dinge passieren. Dann werden die übermöglichen Dinge, die ich jemals mir erträumt habe, endlich wieder zu machen. Ich bin seit Monaten traurig, muss ich ehrlich sagen zu euch. Das ist einfach ein Real Talk Video, ein Real Talk Video für, persönlich von mir an euch, an die Welt da draußen, an die Fans, an euch Supporter, Unterstützer und an die Hater natürlich auch. Es haben einige gesagt, Alex wird sich das sowieso nicht kaufen, viel zu krass und so. Ich hätte es mir schon viel früher leisten können, aber es sind einige Steine in den Weg gelegt worden, die ich beiseite räumen musste. Und es war ein harter Weg und ich habe es trotz alledem geschafft. Und nächsten Monat wird es gemacht. Ich habe das Geld zusammen. Da auf YouTube eine Geldsache ein sehr großes Thema ist und ja, es einfach zu viele Leute von mir gucken, darf ich diesen Preis hier nicht nennen, was ich auf meinem Konto habe. Ich werde noch ein bisschen Reserve aus meinem Safe nehmen, aber es ist eine gewisse Summe, die ich nehmen möchte, weil ich demnächst dann auch ein Winterauto kaufen möchte. Da wird auch noch ein paar Tausende von Euros investiert. Aus diesem Grund möchte ich das genauso perfekt planen. Und September, glaube ich, kriege ich mein bisschen Geld zurück. Das Erbe mit meiner Mutter ist alles abgehakt, habe ich schon ein bisschen bekommen, aber halt noch nicht alles. Das wird aufgeteilt mit der Bank, das wird alles so. Ja, es ist halt so offiziell gemacht, weil es gibt, ich kenne mich da nicht genau aus, aber da war irgendwas am Laufen, wo der Vertrag erst Ende des Jahres abläuft und nächstes Jahr. Das ist so eine Sicherung von der Bank. Das kriege ich halt nächstes 2021 und Ende des Jahres im Dezember. Das muss ich noch ein bisschen warten. Das Geld habe ich so oder so. Das ist vollkommen klar. Das ist gedeckt. Das ist finito. Das
ist Bombe. Wenn man so sagt. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zu Ende reden soll, wo ich anfangen soll, wo ich mittendrin die Story fortfahren soll. Endeffekt ist, September wird der PC bestellt, werde ich bei Case King anrufen, weil der Prozessor soll übertaktet werden auf die beste Leistung, weil es ist ein AMD Ryzen Threadripper, oder wie es sich nennt, ich weiß es gar nicht mehr. Einer der besten auf dem Markt. Den anderen Prozessor gibt es schon wieder neueren, aber der kostet 4000 Euro nur für den Prozessor. Das ist, ich gebe schon ein paar tausend Euro für den Prozessor aus, aber 4000 Euro ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen heavy. Es wird schon Monster, aber so Monster nun auch nicht. Es soll ein Monster werden, aber ja. Ich freue mich, es geht eine Welt für mich auf. Es wird mein Leben verändern. Dieser PC wird einfach mein Leben verändern. Warum? Weil ich kann endlich Real Talk Videos Reaction machen. Also Reaction Real Talk mäßig. Ich kann Livestreamen, während ich am Schneiden bin. Ich kann schneiden, während ich am Livestream bin. Ich kann Videos in 4K aufnehmen. Ohne Probleme. Weil ich habe eine 4K Game Capture von Elgato da drinnen. Da freue ich mich am meisten drauf. Ich habe einen schönen, ja, das ist einfach wie so ein Aquarium, dieser PC. Das ist auf Wasserkühlung. Da habe ich meine RGB-Beleuchtung mit Fernbedienung, Steuerung. Ich muss mich viel erkundigen über PCs mit Wasserkühlung, wie ich da vorgehen soll, was ich am besten machen soll. Wird auch viel mit Casing zu tun haben wahrscheinlich. Und die werden wahrscheinlich auch fragen, sollen wir ein Video darüber machen? Ich weiß es nicht, gucken, ob ich denen das wirklich sage. Wer weiß, was dann eines Tages passieren kann. Es ist viel passiert, Freunde. Ich habe neue Sponsoren bekommen. Nur mal kurz hier gezeigt, das ist meine neue Sponsormarke, mit denen ich mich jetzt offiziell verpartnert. Und davor habe ich auch noch einen anderen Sponsor, bis zwei Sponsoren mit Z-Red zum Beispiel. Sind das drei Sponsormarken, die ich jetzt zusammen habe. Die Leute fangen an, mich zu erkennen, mich haben zu wollen. Punchy vor allem an dich und an viele Abonnenten, die mich geglaubt haben, dass ich das schaffe. Es geht weiter. Ich habe meine Form einiges verbessert. Ich habe die Formel bekommen, die ich nie dran geglaubt hätte, dass ich jemals bekommen werde. Ich werde weiterhin natürlich Vollgas geben und noch eine bessere Form erreichen. Das ist klar. Aber eins seid euch. Also eins könnt ihr sicher sein. Ich werde niemals anfangen zu stoffen. Mein Kollege sagt, Alex, fang an zu stoffen. Ich habe gesagt, nein. Nein. Eine Gefahr besteht immer dabei, aber es muss jeder für sich selber halt wissen. Das ist halt so eine Sache. Ja. Passt das zu mir oder passt das nicht? Ich überlege, nee, brauche ich nicht. Ich habe so eine krasse Form aufgebaut. Ich mache mir das jetzt nicht durch Stoffen kaputt. Auf keinen Fall. Wenn ich das machen würde, würde ich so aussehen wie Kevin Walter. Das ist mir klar. Aber ich habe es nicht nötig. Ich habe es nicht nötig. Mein offizieller Sponsormarkt, ich stelle natürlich im einzelnen Video nochmal exakt vor. Das ist hier zum Beispiel die schöne Cappy hier. Hier haben wir die. Ja, es ist ganz dezent hier oben, sieht man zum Beispiel. Hier die schwarze Marke ist, sieht man, ob das sehen kann, weiß ich nicht. Ich versuche das mal hier so ganz entspannt hier in verschiedenen Winkeln zu demonstrieren. Von innen sieht es natürlich so aus, hat auch hier so ein kleines Zeichen hier in der Ecke. Hier, falls man das irgendwie sehen kann. Ist sehr bequem, sieht rot mit schwarz richtig nice aus, finde ich hier auf jeden Fall. Ja, hier so ein Emblem noch vorne dran. Mensch, das ist ja so ein Staubwolke hier. Das mag ich überhaupt nicht. Hat eine nagelneu, die Kevin. Ja, kann das noch nicht aufsetzen, weil meine Haare noch ein bisschen zu volumös sind. Und die anderen Klamotten kommen natürlich alles. Dann wird offiziell auf Instagram diese Post gemacht. Die werden dann auf deren Seite gepostet mit meinen. Ich werde das Ganze markieren, also ich muss die Business-Partner markieren in diesem Beitrag, weil ich dann offiziell an diesen, die verdienen an mir und ich verdiene an sie. Wir unterstützen uns gegenseitig, auch storymäßig richtig geile Partner. Ich muss echt sagen, ich bin eins der besten Partner, die ich jemals bekommen habe, die uns gegenseitig, also wir supporten uns gegenseitig. Einfach geil. Dankeschön. Sag ein fettes Dankeschön, wenn das so weitergeht. Ich freue mich auf die Zukunft, wie sie wird. Ich bewältige alles, ich habe Bock darauf. Es ist mein Ding und es läuft langsam, Freunde. Klar, die Abonnenten müssen Laufzeit, das kommt mal, sobald ich die ersten Klamotten bekomme und das offiziell poste, Fotoshooting, also fotomäßig fotografieren lasse, alles markiere, weil es ist mein Job sozusagen. Ich muss das im Beitrag markieren, ich muss meinen Businesspartner markieren. Und mit meinem Code Alex10 werde ich natürlich alles bei Instagram
offiziell machen. Aber werde ich im Laufe der Zukunft, sobald die Klamotten sind, werde ich das hier im Video auch dann verlinken, einblenden. Kann ich jetzt momentan nicht machen, weil die Klamotten noch nicht da sind. Aber der Code existiert schon. Könnt ihr gerne auf Instagram abchecken. Da könnt ihr mit dem Code ALIX10, alles groß geschrieben, bei der Sponsormarke 10% sparen. Und natürlich mich und das Team supporten, genau wie bei XLimit. Könnt ihr auch mit dem Code ALIX10, aber natürlich alles in klein, auch 10% sparen und auch ein bisschen shoppen und mich und mein Team supporten. Ist viel passiert in letzter Zeit, in kurzer, knapper Zeit. Es ist halt durch meinen Sport, durch meine Form, durch meine Gaming-Sachen, weil ich mache Gaming, ich mache YouTube, ich mache Streaming, ich mache Bodybuilding, ich mache verschiedene Sachen. Daher bin ich mal so ein bisschen immer hin und her. Ich habe keinen festen Platz, wo ich sagen muss, ich muss mach nur das, mach nur das, mach nur das. Ich mache verschiedene Sachen. Ist einfach mein Ding. So bin ich halt. Ich bin nicht einer, der sich auf ein Ziel fixiert, sondern auf mehrere Ziele. Und im Laufe der Zukunft muss ich mit Speedo mich endlich mal in den Arsch treten und sagen, hey, trotz der vielen Arbeit, die ich auch habe, muss ich auch Fotoshootings machen für meine Modelbewerbung, weil ich habe es noch nicht geschafft, in Laufe der Zeit das fertig zu machen. Ich hatte auch nicht die richtige Form dadurch. Also jetzt habe ich diese Form aufgebaut und ich hatte auch viele Probleme. Mir ging es auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Deswegen momentan auch ein bisschen eine Pause gemacht. Und ich freue mich, sobald der PC da ist, weil das ist das Hauptthema. Ich habe so viele Sachen zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist einfach viel. Das ist einfach viel. Mir geht es jetzt langsam immer wieder besser. Und ich kann richtig Vollgas mittlerweile geben. Und ja, ich kann euch jetzt offiziell sagen, ich freue mich mit euch zusammen, viel mehr Videos zu machen, endlich wieder Let's Plays weiterzumachen. Da werden 2 Videos pro Tag folgen, beziehungsweise kommt drauf, wenn ich mehr Zeit habe. Wenn ich zum Beispiel Trainingspause habe, mache ich 2 Videos pro Tag, mache ich keine Trainingspause, mache ich nur ein Video pro Tag. Das heißt dann montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags kommen mindestens einmal am Tag ein Let's Play Video. Und Samstag und Sonntag, wenn ich Wochenende habe, sondern ein Wochenende ist bei mir und keine Kontischicht, werden 2 Videos pro Tag kommen. Das heißt Samstag und Sonntag, insgesamt werden das 4 Videos am Wochenende sein, die online kommen. Plus Vlogs vielleicht auch noch im Laufe der Tage. Also in der Woche sind das 6 Videos, die online kommen. Und am Wochenende sind das 4 Videos. Ja, so wird das dann so ungefähr aussehen. Weil der PC hat eine Renderzeit von 5 Minuten. Und der hat keine Auslastung, der hat Power dahinter. Das ist wie ein Lamborghini Aventador. Kann man nicht beschreiben. Sagen wir einfach, es ist eine... Boah, Ich bin aufgeregt, ich bin stolz darauf, das durchgezogen zu haben und bald sagen zu können mit diesem Video, mein PC ist da. Und wenn der PC da ist, dann können wir offiziell losstarten und dann wird es richtig geil, dann freue ich mich. Dann wird eine neue Welt offen für mich, dann wird ein ganz anderes Leben für mich offenbart. Und ja, es kommen viele Features dabei im Laufe der Zeit. Da weiß man dann auch, danach kommt erstmal das Auto, danach kommen die ganzen Features, dann kommen neue Monitore, dann kommt das komplette Setup, das Equipment, was alles dazu kommt. Das volle Programm. Aber das könnt ihr alles im Laufe der Zeit mitbekommen. Ich verabschiede mich, Freunde. Ich will nicht zu viel reden. Ich hoffe, euch geht es gut. Dankeschön für die... Bis jetzt schon mal... Ja, danke für die Unterstützung. Einfach nur so. Einfach nur so. Auch wenn es wenig ist. Auf Instagram läuft es momentan ein bisschen besser, dadurch auch ein bisschen aktiver. Aber dankeschön schon mal für die Zeit und für die Aufrufe, für die Daumen nach oben, für die Unterstützung an die einzelnen Abonnenten. Daran kann ich mich erinnern, vor allem an Punchy, ich habe ihn nicht vergessen. Und ja, ich muss mir öfter auf jeden Fall Videos machen. Ein bisschen mehr erzählen, was alles passiert ist im Laufe der Zeit. Und ich möchte das so ein bisschen besser verfilmen. Ich möchte auch bald in Zukunft, wenn der PC da ist, eine andere Kamera mir kaufen. Dann kriege ich die alte natürlich der Speedy. Das habe ich euch schon mal erzählt. Ich würde sagen, ich schneide das Video jetzt, kostet mich viel Zeit, weil der Laptop ist einfach nicht die Qualität, die ich bald haben werde. Bald habe ich hier ein richtig fettes, so ein Ding hier stehen, das ist so breit, so hier, das ist, ja. Anabolik, Alex Isso, sagt auf Wiedersehen, danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein, lasst natürlich Bewertung da, mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, oder auch nicht, das liegt in eurer Hand, denn Support ist kein Mord. Der Klick, der reicht schon für den Support. Danke dafür, auch an die Hater. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und immer schön Ausstrahlung zeigen, denn das Leben ist zu kurz, um negativ zu denken. Liebt euch selber, denn nur so geht's weiter nach vorne. Haut rein und ciao, ciao.